Guten Tag, Herr Zifidaris. Mein Name ist Esther Gebhardt und ich bin wie viele Menschen schockiert von den schrecklichen Ereignissen im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg. Ich habe in diesem Zusammenhang unter anderem Ihr Interview beim TV-Sender Hamburg 1 gesehen, in welchem Sie über Diskriminierung, Diffamierung und einer Täter-Opfer-Umkehr sprechen. Der Sprecher für Jehovas Zeugen in Norddeutschland, Michael Zifidaris, findet die Reaktion der Medien und auch der Menschen bezüglich des Amoklaufs mittlerweile diskriminierend. Sie haben vielleicht an den Diskussionen, die in den Medien und auch in Internetformaten geführt werden, erlebt, dass an einigen Stellen eine unerträgliche, wie ich finde und für mich sehr bedrückende Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Werden man sich überlegen muss, ob in ihren Kreisen Mechanismen entstehen, die jemanden zu einer solchen Tat motivieren könnten. Dass es jetzt ein Zeitpunkt ist, Solidarität zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen und auch für Toleranz einzutreten, statt irgendwelche Konstruktionen herbeizuführen, die Opfer im Nachhinein auch noch verhöhnen würden. In Ihrem Statement fordern Sie Mitgefühl, Solidarität und Toleranz von Medien und der Öffentlichkeit. Herr Zifidaris, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Keinem Menschen sollte Gewalt widerfahren. Niemand sollte diskriminiert oder diffamiert werden. Und jedes menschliche Wesen sollte seinen sicheren Anspruch auf Mitgefühl, Solidarität und Toleranz haben. Vor allem eben die Opfer von Verbrechen, wie es auch das Attentat in Hamburg ist. Aus dem Munde eines Sprechers derjenigen Organisation, die genau diese Forderungen als Einbahnstraße versteht und lebt, klingt aber genau dieses Statement wenig überzeugend. Rhetorisch gut gemacht, schließlich sind sie dafür ja gut ausgebildet, aber, wie ich finde, leicht zu durchschauen. Es ist schwer für mich, in den offiziellen Reaktionen der Organisation der Zeugen Jehovas wirkliche Betroffenheit angesichts der vielen Opfer zu erkennen, zumal diese lange nicht einmal Erwähnung auf den offiziellen Seiten der Organisation fanden und die Gemeinschaft wie üblich kaum Einblicke in ihr Inneres zulässt. Deutlich erkennen kann ich aber die Betroffenheit darüber, dass nun die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit auf die Zeugen Jehovas gelenkt wird. Das scheint den Führern der Organisation gar nicht zu gefallen. Warum sonst werden in den Statements der Sprecher der Zeugen Jehovas und in Veröffentlichungen von den Zeugen Jehovas nahestehenden Organisationen neben allzu verständlicher Betroffenheit vorrangig aber die größtmöglichen rhetorischen Keulen hervorgeholt, um Frager und BerichterstatterInnen schon vorweg zu diskreditieren und mundtot zu machen? Täter-Opfer-Umkehr. Verhöhnung der Opfer. Verweis auf die Verfolgung im Dritten Reich. Erstaunlich, wo doch erkennbar niemand in Frage stellt, dass es sich hier um die schreckliche Tat eines offensichtlich kranken Menschen handelt und breite Anteilnahme bei allen Opfern ist. Und wozu dient in diesem Zusammenhang der Verweis auf die Verfolgung der vielen unglücklichen Menschen durch die Nazis, natürlich auch bei den Zeugen Jehovas? Welchem Zweck dient Ihr so beiläufig klingender Hinweis, dass es sich bei den Zeugen Jehovas um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt, die doch bestens durchleuchtet sei? Die christliche Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, eine anerkannte Körperschaft des öffentlichen Rechts, gehört wohl zu den am besten durchleuchteten christlichen Gemeinschaften in unserem Land. Sie scheinen diesen im Zusammenhang mit den Zeugen Jehovas höchst umstrittenen Verwaltungsakt, wie es die Vergabe dieser Rechte ist, für eine Art Freifahrtschein zu halten. Ich kann die Angst der Führung der Organisation der Zeugen Jehovas vor tiefergehenden Untersuchungen und vor eben dieser Durchleuchtung ihres Systems förmlich spüren. Und ich kann diese Angst nachvollziehen, denn es steht viel auf dem Spiel. Genau deshalb instrumentalisieren sie ganz bewusst die Tat in Hamburg und die Geschehnisse danach,
indem sie an das Mitgefühl der Menschen appellieren und Toleranz und Solidarität einfordern. Instrumentalisieren deshalb, weil sie die Organisation der Zeugen Jehovas und eben nicht die armen ermordeten Menschen als Opfer und diejenigen, die Aufklärung fordern, als Täter hinstellen. Wie war das noch mit der Täter-Opfer-Umkehr? Und wie steht es um die von Ihnen so vehement für die Zeugen Jehovas eingeforderten und als Körperschaft des öffentlichen Rechts eigentlich verbindlichen Werte in Ihrer Gemeinschaft? Wie steht es um Ihr Mitgefühl gegenüber den Menschen außerhalb der Zeugen Jehovas, die nach den Worten der Organisation wie Ungeziefer ausgerottet werden müssen? Oder gar gegenüber denjenigen, die der Gemeinschaft den Rücken gekehrt haben, den ehemaligen Zeugen Jehovas, den Aussteigern und Abtrünnigen, die sie als tollwütig und geistig krank bezeichnen, für die sie von ihren Mitgliedern verlangen, sie zu hassen und Ekel vor uns, dem Abschaum der Gesellschaft, zu empfinden, für die sie Bibelverse zitieren, in denen es heißt, du sollst ihn unbedingt töten und deshalb von ihren Brüdern und Schwestern fordern, kein Mitleid zu haben und sie durch Ächtung den sozialen und geistigen Tod sterben zu lassen? Zunächst, wann ist Mitleid nicht angebracht? Zum Beispiel, wenn jemand absichtlich immer wieder sündigt. Dann wäre es verkehrt, jemanden aus Mitleid vor den Konsequenzen schützen zu wollen. In 5. Mose 13, Vers 6. Wie sollten die Israeliten reagieren, wenn ein Bruder, ein Kind oder wie es hier heißt, die geliebte Frau oder auch der beste Freund sie heimlich verleiten wollen, anderen Göttern zu dienen? Wir lesen ab Vers 8. Gib nicht nach und hör nicht auf ihn. Er darf dir nicht leid tun, hab kein Mitleid mit ihm und schütze ihn nicht. Vielmehr sollst du ihn unbedingt töten. Warum war das so wichtig? Warum hier kein Mitleid? Vers 11. Ganz Israel wird dann davon hören und sich fürchten, und in deiner Mitte wird nie wieder so etwas Schlechtes getan werden. Es diente also dem Schutz des Volkes. Wenn jemand die Israeliten davon abbringen wollte, Jehova zu dienen, war Mitleid unangebracht. Wie weit geht Ihre Toleranz, wenn Sie, Andersgläubigen oder Nichtgläubigen, Ihr Recht auf Religionsfreiheit absprechen und Ihnen den Untergang in Harmagedon wünschen? Wenn Sie den vielen bunten Communities Ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben verweigern und Ihnen Verdammnis wünschen? Au! Marie hat zwei Mütter gemalt. Sie hat erzählt, die sind verheiratet. Unser Lehrer hat gesagt, das Wichtigste ist, dass sie glücklich sind und sich lieben. Tja, viele wollen selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Aber das Wichtigste ist, was Jehova sagt. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, Jehova hat für Adam die Eva gemacht, also Mann und Frau. Das ist ein bisschen wie am Flughafen. Was passiert, wenn jemand etwas mitnehmen will, was nicht erlaubt ist? Der kommt nicht ins Flugzeug. Jehova möchte, dass wir seine Freunde sind und ins Paradies kommen. Aber dafür müssen wir uns an seine Regeln halten. Willst du Marie auch was erzählen? Na, ich könnte vom Paradies erzählen und von den vielen Tieren und von der Auferstehung. Gute Idee. Komm, wir üben. Wenn Sie Ihren Gläubigen den Kontakt zu AussteigerInnen untersagen, selbst in der eigenen und engsten Familie. Unser Sohn Levi war kein Zeuge Jehovas mehr. Ich war so enttäuscht über Levi, der Jehova verlassen hatte, aber noch mehr über mich selbst. Ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwie versagt hatten. Nach einigen schwierigen Wochen wurde es noch schwerer. Ich kannte den Rat der Bibel, keinen Umgang mit jemandem zu haben, der nicht nach biblischen Grundsätzen lebt.
Nach der Zusammenkunft erzählte ich Ben von der SMS, die ich von Levi erhalten hatte. Wir waren uns einig, Jehova gegenüber loyal zu bleiben. Zwar ist Levi in den letzten 5 Jahren nicht zu Jehova umgekehrt, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. An anderer Stelle sagen sie, die Zeugen Jehovas zu verlassen sei sehr leicht. Formell mag das so sein, aber im Kontext der Ächtungspraxis sieht das auf einmal ganz anders aus. Meine Eltern waren im Missionardienst, als meine Mutter mit mir schwanger wurde. Beide waren sehr eifrig und alle dachten, ich würde in ihre Fußstapfen treten. Als Jugendliche fühlte ich mich innerlich zerrissen. Die anderen, die viel mehr durften als ich, habe ich immer beneidet. Auf der Arbeit lernte ich Eric kennen. Ich liebte ihn. Schon bald wurden wir miteinander ein Team. Und ich war bereit, für ihn alles aufzugeben. Am Ende wurde ich ausgeschlossen. Sonja Eriksson ist keine Zeugin Jehovas mehr. Mein Vater erklärte mir danach, dass ich nicht zu Hause bleiben könne, weil ich meine Lebensweise nicht ändern wolle. Trotz allem, was ich meinen Lieben angetan hatte, vermissten sie mich sehr. Was half ihnen, in all den Jahren Jehova gegenüber loyal zu bleiben? Es war der Bibelbericht über Aaron. Sie liebten mich und wollten, dass ich zu Jehova zurückkehre. Ich versuchte, sie anzurufen, einfach nur, um mit ihnen zu reden und ihre Stimme zu hören. Sie fehlten mir so sehr. Auch sie dachten daran, Kontakt zu mir aufzunehmen. Aber sie wussten, hätten sie auch nur ein wenig Kontakt zu mir gehabt, ich hätte denken können, ich brauchte nicht zu Jehova zurückzukehren. Ich war über 15 Jahre ausgeschlossen. Eine Verhöhnung der Ausgestiegenen, die alles verloren haben, und die Verachtung derer, welche den Ausstieg aus der Organisation fürchten, weil ihre Todesangst unüberwindbar erscheint und der Verlust des sozialen Umfeldes zu groß wäre. Menschen werden aus der Mitte ihrer Familie gerissen. Wie steht es um die vielen weiteren unverhandelbaren Grund- und Menschenrechte, die ihre Organisation mit Füßen tritt? Freiheit und Gleichheit aller Menschen, auch von Mann und Frau. Schutz vor Diskriminierung. Recht auf Leben und Freiheit. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Recht auf Bildung. Informations- und Meinungsfreiheit. Wahlrecht. Schutz der Kinder vor physischer und psychischer Gewalt. Und einige mehr. Wie steht es eigentlich um Ihre Solidarität mit den Opfern Ihrer Organisation, die wir bei Zweiflern und Aussteigerinnen und bei den vielen Menschen in den dafür eingerichteten Opferhilfevereinen weltweit finden? Für mich und für die vielen weiteren Opfer Ihrer Organisation klingen Ihre Worte wie Hohn und könnten zynischer nicht sein. Die Opfer dieser schrecklichen Tat, kein Opfer von Gewaltverbrechen und auch nicht die Opfer des Dritten Reichs, können und dürfen mit den Opfern anderer Taten aufgerechnet werden. Ich bitte die Medien und die Öffentlichkeit, sich an dieser Stelle nicht ablenken, einschüchtern oder gar für fremde Zwecke missbrauchen zu lassen. Schauen Sie genau hin. Und stellen Sie bitte weiterhin Ihre kritischen und für die Organisation vielleicht auch unbequemen Fragen. Lassen Sie sich nicht mit dem Werkzeug der theokratischen Kriegslist täuschen. Recherchieren und berichten Sie mit allem Respekt vor den Opfern der Tat in Hamburg und deren Angehörigen und mit der gebotenen Fairness und Objektivität. Vielen Dank.